Das mal wird wohl nicht helfen. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Da ist Schluchtrand. Decker sollte dort auf mich warten. Ehre und Kraft. Ehre und Kraft. Aus welchem Grund denn? So viel Schweiß und immer noch keine Abkühlung. Für den Clan, den Stamm. Mich hat einmal ein Krallenschreiter im Jagdgebiet in die Enge getrieben. Dieser Moment der Angst war die Grundlage. Ich sage die Wahrheit. Hör auf ihn, Aroki. Keine Chance. Er ist ein Verräter. Decker, was ist hier los? Aloy, zum Glück bist du hier. Das ist Aroki, der Anführer von Schluchtrand. Du hast dir also die Streiterin des Häuptlings zur Rückendeckung geholt. Dann musst du Kevo sein. Mein Enkel. Und ein Soldat, der seine Fehler wieder gut machen will. Oder der uns in eine Falle locken will. Er wurde erwischt. Von den Speeren, als er ums Dorf herumschlich. Ich bin nicht herumgeschlichen. Ich kam, um euch zu warnen. Die Rebellen planen einen Angriff. Sie wollen eine Maschine durch dieses Dorf schicken. Ich verließ meinen Posten, als ich merkte, was sie planen. Ihr müsst mir glauben. Wo sind die Rebellen jetzt? Auf der Jagd nach der Maschine nördlich von hier. Ich kann euch den Weg zeigen. Du wirst dich nur in einem Urteilskampf zeigen. Du verrietst deinen Clan. Dein Häuptling. Blut und Klingen werden über dich entscheiden. Ich kämpfe gegen wen du willst, nachdem wir den Angriff vereiteln. Wozu dieses Dorf zerstören? Ich dachte, Regala kämpft gegen Hekaro. Hekaro war Tiefländer, bevor er Häuptling wurde. Anders als der Wüsten- und Himmelsklan stehen wir unerschütterlich hinter ihm. Schluchtrand ist die strategische Mitte zwischen dem Hain und der Hauptstadt an der Küste. Das stimmt. Wir hatten Befehl, Hekaros Nachschub durch den Tiefland-Clan zu stoppen. Ich dachte, wir kappen Versorgungslinien und schlachten kein ganzes Dorf ab. Du sagtest, du bist desertiert, als du von dem Angriff erfuhrst. Woher der Sinneswandel? Als ich ihnen beitrat, dachte ich, Regala würde uns zum Kampf gegen unseren alten Feind führen, die Karja. Aber wir töten uns bloß gegenseitig. Und wofür? Stolz? Vergeltung? Als mein Truppführer uns also sagte, dass wir dieses Dorf zerstören wollen, verließ ich meinen Posten. Glaubt seine Lügen nicht.
Jeder, der den Stamm verließ und sich Regala anschloss, wusste genau, worauf er sich da einlässt. Nein, nicht jeder. Wenn Kevo die Wahrheit sagt, ist das ganze Dorf in Gefahr. Wir müssen die Rebellen finden und aufhalten. Die Rebellen hatten ein Lagerfeuer nördlich des Flusses, an den Klippen. Ich kann euch den Weg von dort zeigen. Okay. Lass ihn frei, Aroki. Nein. Ich gebe ihm keine Chance zur Flucht. Der Verräter bleibt hier, bis zu seinem Urteilskampf. Ich berufe mich auf Blut für Blut. Ich nehme Kevos Platz ein, bis er zurückkehrt. Du machst einen Fehler, Kaplanin. Der Clan braucht deine Führung, nicht die Lügen dieses nacktarmigen Jungen. Der Ritus gilt. Kevo geht mit Aloy. Dann gehe ich auch. Wenn er die Wahrheit sagt, braucht ihr mein Schwert. Wenn er lügt, durchbohr ich ihn. Zuerst muss ich hier einiges regeln. Dann bringe ich den Jungen zum Treffpunkt. Gut. Wir sehen uns dort. Gibt es noch etwas? Ich muss gehen. Wir sehen uns am Lagerfeuer. Die behalte ich als Vorrat. Das Lagerfeuer, das Kevo meinte, muss in der Nähe sein. Was dauert so lange? Sie müssten längst hier sein. Da vorne wartet jemand. Aber weder Kevo noch Aroki. Rebellen. Freunde von Kevo? Ich muss sie erledigen, um zum Lagerfeuer zu gelangen. Wie sieht's aus? Wow! Sollten diese Rebellen jedem auf... Ich warte lieber am Lagerfeuer auf ihn und Aroki. Als ich ankam, waren deine Freunde hier, Kevo. Kein sehr guter Anfang. Muss eine Patrouille gewesen sein. Ich schwöre bei den Zehen, ich wusste nichts davon. Was habe ich gesagt? Seine Lügen sind wie eine offene Wunde. Brennen wir sie lieber aus, bevor sie eitert. Nein! Ich sage die Wahrheit! Bind ihn los. Wie du willst. Aber das ist ein Fehler. Und meine Waffe? Du glaubst doch nicht. Jetzt gib sie ihm, Aroki. Wir müssen weiter. Geh voraus.
Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Hier hinauf. Wohin führst du uns? Die Rebellen sind am Klippenwasserfall stationiert. Über diesen Weg bin ich desertiert. Sie werden nicht erwarten, dass jemand diesen Weg nimmt. Oder doch. Und wir werden sofort aufgespießt. Da ist der Klippenwasserfall. Und es ist niemand dort. Ganz wie erwartet. Gehen wir einfach weiter. Mir gefällt das nicht. Wo sind denn alle? Keine Rebellen, keine Maschinen. Was habe ich? Da drüben, am Wasserfall. Erzähl mir nicht. Wenn dieses Ding durch Schluchtbrand wütet, hat das Dorf keine Chance. Dann halten wir sie auf. Jetzt und hier. Wir folgen dir, Aloy. Jetzt wird uns die Wüste aufhalten. Macht euch bereit, wir greifen Schluchtbrand an. Ich gebe dir Deckung. Sie versucht das auch. Es ist Camus. Er hat sie zu. Ja, gut, Moment!
Geschafft. Immer weiter. Ein ehemaliger Freund ist niemals ein leichtes Ziel. Kevo, du blutest. Mir geht's gut. Nur der vereitelte Angriff zählt. Dank deiner Warnung. Du hast viele Leben gerettet. Dann komm, ab zurück nach Schluchtrand. Ich hab wohl ein paar gebrochene Rippen. Geh du voraus. Ich bring ihn zurück ins Dorf. Okay. Ich sag Decker, was passiert ist. Was gäbe ich für eine kühle Brise? Speer haben erzählt, die Rebellen seien im Anmarsch. Drei gehen, nur du kehrst zurück? Was ist passiert? Kevo hat die Wahrheit gesagt. Die Rebellen hatten einen Behemoth. Kevo wurde im Kampf verletzt, aber der Angriff ist vereitelt. Ah, okay. Bereut seine Zweifel an dem Jungen. Dein Enkel hat sich als ehrlich und tapfer erwiesen, Kaplanin. Er ist dem Tiefland loyal. Dann lässt du ihn frei? Er hat die Freiheit verdient. Doch es braucht noch viele Taten, damit auch der Rest des Clans ihm wieder traut. Ich tue alles dafür. Danke, Aloy. Genau. Schluchtrand steht tief in deiner Schuld. Als erstes Zeichen des Dankes. Danke. Wenn du wieder gesund bist, habe ich dir so vieles zu zeigen.
Wir kommen zurück, Cabo. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo, was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Du hast wohl mit Kotalo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenakt und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Narr, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Ich lag wohl falsch bei den Zeniths. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten.
Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Mal. Ein Sinneth hätte mich fast umgebracht. Das hielt ich nicht ab, Gaia wiederzuerwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erend flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört... Vielleicht. Wir kommen klar.